Leo, 22 Jahre alt und studiere in Mainz. Geboren und aufgewachsen bin ich in der Nähe von Hamburg. In meinem Pass steht, dass ich die deutsche Staatsangehörigkeit habe. Leute auf der Straße würden mich aufgrund meines Aussehens vermutlich als sogenannte Bio-Deutsche lesen. Woher kommen die denn? Schau mal, die da drüben. Die mag ich nicht. Deutsche Qualität. Das merkt man schon. Zu Hause schmeckt's doch am besten. Wird jetzt alles teurer? Wer soll das alles bezahlen? Also früher... Heutzutage ist ganz schwierig. Wir hätten auch noch ein paar deutsche Kartoffeln. Kilo für 1,60 aus eigenem Anbau. Vielleicht noch ein paar deutsche Kartoffeln. Kartoffeln aus Deutschland. Kartoffeln aus Deutschland. 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 Bitte. Und, was meinst du? Die machen wir heute platt, oder? Die machen wir heute platt. Machen wir heute platt, oder? Oh Mann, ey. Entschuldigung, ist das die richtige Bahn zum Hauptbahnhof? Ja, das ist die richtige Bahn zum Hauptbahnhof. Ah, danke. Bitte. Der spricht aber gut Deutsch. Was soll das denn heißen? Die machen wir heute platt, oder? Wir hätten auch noch ein paar deutsche Kartoffeln. Der spricht aber gut Deutsch. Deutsch, Deutsche, Deutschland. Wir, ihr, sie. Wer ist eigentlich dieses Wir? Wer ist eigentlich dieses Wir? Wer soll diese deutsche Wer Nation soll diese deutsche sein? Nation wer darf sich zugehören? Wer darf sich zugehören? Wer nicht? Wer wird einbezogen? Wer wird ausgeschlossen? Wie gehen wir mit rassistischen und rechtsextremen Übergriffen wer um? Wird ausgeschlossen? Ich in und wer wird ausgeschlossen? Was sagt meine Staatsangehörigkeit? Wie gehen wir mit rassistischen Will ich Teil dieser konstruierten Identität sein?